Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit Sky und Moon. Und Moon ist natürlich noch sehr, sehr traurig, denn leider ist ja ihre Mami gestorben. Aber sie ist zum Glück nur noch 4 Stunden traurig. Und tatsächlich hat heute die süße Moon auch Geburtstag. Da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr gespannt. Aber wir warten natürlich ab, bis die Hausparty startet. Denn das passt natürlich dann besser für uns. Lara ist tatsächlich auch da. Spannend auf jeden Fall. Aber eigentlich brauchen wir sie ja gar nicht mehr als Kindermädchen so, ne? Also ich meine, wenn sie... Also wenn Moon dann ein Kind ist, dann kann sie ja auch ohne Probleme mal alleine sein. Dann würde ich sagen, geben wir ihr tatsächlich nochmal Trinkgeld und schicken sie dann weg. Weil wir sind ja sehr nett hier, ne? Danke! Bitte. Ciao, Boy. Moon sollte vielleicht mal gebadet werden. Es wäre zumindest sehr passend, wenn wir sie halt nochmal frisch machen an ihrem Geburtstag. Ich bin ja schon so gespannt, wie sie aussieht und wie gut die Hygiene von den beiden, also von Sky und von Carla, miteinander harmonieren. Aber ich glaube, sie wird einfach echt eine süße Mausi. Ich meine, look at her. Als ob da jetzt noch irgendwas Schlimmes passieren könnte. Sie braucht Spaß an den Backen, dann soll sie mal ein bisschen spielen. Oder braucht sie noch irgendeine Fähigkeit, die wir noch irgendwie erhöhen könnten? Nee, ich glaube, Level 5 erreichen wir nicht mehr mit allen Fähigkeiten. Dann kriegt sie aber zumindest dieses eine Merkmal. Dieses eine da. Wisst schon. Wie heißt das? Glückliches Kleinkind oder so? Oh, hier steht sogar noch Essen. Spannend. Von Lara. Süß. Oh mein Gott, da ist irgendwas vergammelt im Kühlschrank. Das sollten wir vielleicht auch wegmachen. Bevor die Gäste hier kommen und so. Oh, und Sky könnte ja schon mal einen Kuchen machen. Erdbeerkuchen kann ich, glaube ich, noch nicht machen. Ne? Der kommt, glaube ich, erst später. Weil der, finde ich, hätte richtig gut gepasst zu Moon, weil sie ja pinke Haare hat. Oh, wow. Ich bin Profi, Leute. Ach, yo, die ist ja auch ein Vampir, ne? Wussten wir das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir das schon geklärt? Ich vergesse das die ganze Zeit, aber ich glaube, sie ist dann ja auch ein Vampir. Oh, no. Also eigentlich wollten wir ja dann, dass die Gene vielleicht irgendwann mal weg sind, so. Weil es ist dann halt natürlich schwierig, weil... Früher oder später müssen wir die ja eventuell dann trotzdem mal gehen lassen, weil sonst sind wir dann wirklich irgendwann mal in Generation 10. Und dann schwirrt da immer noch Generation 1 und 2 rum. Das finde ich halt dann schon ein bisschen weird. Aber wir schauen einfach mal, ob wir die dann einfach doch leben lassen. Aber halt nichts mit denen zu tun haben. Oh mein Gott, Girl, nein, du gehst jetzt nicht schlafen. Du hast gleich Geburtstag. Obwohl, vielleicht sollte sie dann doch schlafen. Sie kann ja ein Nickerchen machen. Das reicht. Da können wir ihr Zimmer auch neu designen, by the way. I love it. Markus, Lex möchte vorbeikommen und abhängen. Nee, gerade nicht. Es ist bald eine Geburtstagsparty hier von meinem Kind. Was machen wir eigentlich hiermit? Sollen wir die einfach alle weglegen? Ich weiß doch nicht mehr, was dieses Entspannungssuit bringt. Wenn ich ehrlich bin. Egal, wir tun sie einfach mal alle in den Kühlschrank. Vielleicht brauchen wir sie noch irgendwann. Keine Ahnung. Solltet ihr wissen, was das bringt, dann... Sagt mir das mal bitte. Das sieht so süß aus, wenn die Nickerchen machen, ne? I love it so much. Oh, ist richtig eingemurmelt. Genau so schlafe ich auch. Wir sollten natürlich noch Kerzen da drauf machen, ne? Nicht, dass das ja irgendwie gleich noch schon wieder an ist. Wäre ja auch nichts Neues. Oh nein! Nein! Wieso kriegt sie jetzt auf einmal von selbst dieses Moodlet, dass sie älter wird? No way! Nein! Ich will eine Party feiern! Why? Warum geht sie dafür nach draußen? Ich finde das unfair. No, girl. No. Du darfst noch nicht Geburtstag haben. Und warum läufst du dafür rund ums Haus? Das ist auch eine sehr komische Sache, die du hier vorhast. Oh mein Gott. Naja, dann Happy Birthday. Okay, wir randomisieren mal eben. Sie ist gesellig. Das finde ich jetzt auf jeden Fall ein gutes Trait. Und ich würde sagen... Also, das Einzige, was halt nicht passt, ist halt mental, weil sie dann nur Level 1 hat dann und die anderen sind ja schon Level 2. Ich denke grundsätzlich, dass Moon ein, also zumindest kann ich mir das ganz gut vorstellen, also sozial wird sie vielleicht als Vampir, also ich denke schon, dass sie es so in sich schon so spürt, aber sie kann es ja erst dann als Teenager ausleben, aber also deswegen glaube ich, dass es halt erstmal nicht so ist, dass sie so krass sozial ist, also dass sie halt nur so einen kleinen Freundeskreis am Ende hat, also das sehen wir dann aber noch, ne? Und motorisch passt zwar auch, denke ich, aber wir können das halt nicht so fördern, weil sie ja dafür raus muss. Okay, wait, als Kind kann sie ja noch gut rausgehen. Aber ich nehme einfach kreativ. Auf geht's. Oh, Girl. No, sie, oh, jetzt ist sie traurig, weil ihr Geburtstag angeblich vergessen wurde. That's a lie. Aber
Habt ihr schon mal so ein hübsches Gesicht gesehen? Oh mein Gott, Girl. Also ich würde sagen, wir hippity-hoppidien jetzt einfach direkt in den Cast, weil ich muss sie jetzt umstylen, noch vor der Party, weil sonst sieht sie hier aus wie ein Clown am Ende noch mit ihrem Outfit. Das wollten wir ja nicht, ne? Die Party, da muss sie schon gut aussehen. Das Zimmer können wir auch noch nach der Party dann stylen. Hi, Girl. Warum laggt das? Aber, oh mein Gott, schaut sie euch an. Die ist ja so süß. I love it. Oh, ich bin so ready, ne? Und die Frisur finde ich auch schon richtig süß. Aber mal gucken, vielleicht finden wir ja noch eine bessere. Aber an sich, auf geht's, ab geht's. Damit wäre ich dann tatsächlich auch schon fertig mit der Süßen. Also schon, ist so eine Sache. Hat eine Weile gedauert. Aber das ist die süße Moon jetzt. Das ist ihr Alltagsoutfit. Und ich finde, dass ich halt ganz gut an den Stil von dem Kleinkind dran geknüpft bin, sag ich mal. Denn sie hat ja auch relativ viel Blau und so. Und ja doch sehr süß und schick schon so. Und ich habe halt versucht, das so beizubehalten, aber halt trotzdem kindlich. Und da fand ich halt das hier sehr, sehr süß und passend. Und außerdem steht dir das so gut. Und sie ist ja mit diesem Skin, der wurde ja generiert so. Und ich finde, das sieht so süß aus mit ihren Freckles. Und oh mein Gott, I love it so much. Ich weiß zwar nicht, woher sie die hat so, aber vielleicht ist ja von Carlas Seite aus. Wenn wir ja so spinnen, dass die da vielleicht Freckles hatten in den Genen so. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr süß aus. Dann haben wir ihre Abendkleidung, die wir wahrscheinlich nicht so zu sehen bekommen, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr süß. Oh mein Gott, das hat mich schon wieder so richtig genervt, dass die ganze Zeit so... manchmal, ne, Vampire. Ich mag Vampire sehr gerne, aber dieses... das regt mich schon auf beim Erstellen eines Sims. Dann ihre Sportkleidung finde ich auch sehr süß. Ich habe hier generell eher lockere und warme Sachen quasi gegeben, weil ich meine, wir wohnen in der fucking Wüste. Da brauchen wir jetzt nicht so viele lange Sachen tatsächlich. Das ist ihre Schlafkleidung, die ich auch sehr süß fand mit den Koalas so. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sowas trägt, deswegen. Und wie ihr seht, ich habe mich wieder für die Frisur entschieden, mit der sie generiert wurde, weil ich fand es einfach am süßesten. Also bin ich ehrlich, es steht ihr richtig gut. Dann ihre Ausgekleidung ist auch
sehr schick, aber sehr kindlich tatsächlich. Also, ja. Also, ich mag es gerne. Dann ihre Badekleidung. Da habe ich ihr diese Haube gegeben, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Moon wahrscheinlich schon auch weiß, dass sie ein Vampir ist und dass Moon halt einfach, dass Sky Moon auf jeden Fall beschützen möchte. Und demnach möchte sie natürlich halt alles dafür tun, dass sie möglichst wenig Sonne abbekommt. Und deswegen hat sie auch in ihrer Sommerkleidung so einen coolen Hut auf. Und eine Sonnenbrille. Aber auch das finde ich so süß. I love it. Also, das ist natürlich nicht so direkt passend, aber es ist halt sehr kindlich, dass es halt nicht immer alles perfekt zusammenpasst. Und wie gesagt, also ich glaube, sie war halt so, letztendlich hat sie sich das so ausgesucht, weil Mama hat gesagt so, ja, pass bitte auf, geh nicht so zu viel in die Sonne, also schau, dass du nicht so viele Sonnenstrahlen ins Gesicht bekommst und so. Und dann hat sie sich halt das ausgesucht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann haben wir natürlich noch die Winterkleidung, die natürlich auch nicht zu dick ist, weil, wie gesagt, wir wohnen in der Wüste. Aber wenn es kalt ist, ist es natürlich trotzdem gut, was parat zu haben. Auf geht's, ab geht's. Actually haben wir heute noch gar nicht gedreht. Ne? Das sollten wir vielleicht auch nochmal tun. Da haben wir ihn. Das müssen wir dann mal eben machen. Einmal die Nummer 4, bitte. Was ist die Nummer 4? Nummer 4 ist... Tausche ein beliebiges Merkmal deines Sims durch ein neues aus. Das ist spannend. Oh mein Gott, jetzt waren wir gerade im Create a Sim. Jetzt können wir da nochmal rein. Was zum Fick geht hier ab? Warum? Aber ich würde es halt auf jeden Fall bei Sky ändern, weil ich meine, Moon ist gerade erst älter geworden, hat gerade erst ihr Trait bekommen. So, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen weird. Ich würde tatsächlich sagen, Sky hat ja als Merkmal sprunghaft. Aber ich denke, nice, dass sie das... nicht mehr so fühlt, sag ich mal. Weil diese Beziehung mit Carla hat ihr halt gezeigt, wie wichtig ihr das dann doch ist. Ich denke, dass wir dann ihr das Sprunghaft-Merkmal wegnehmen und ihr dafür ein anderes geben. Ich kann mich aber irgendwie jetzt schon wieder nicht entscheiden. Ich denke aber, dass wir ihr dann vielleicht das familienbewusste Merkmal geben. Weil, naja, also sie hat jetzt ja durch Carla und ihre Tochter gemerkt, wie wichtig ihr das eigentlich ist. Und ich finde, das sind schon doch passend. Deswegen gebe ich ihr das einmal. Und damit haben wir diese Aufgabe schon beendet. Woo! Ich nehme einfach schon so lange auf. Ich glaube, wir werden jetzt auch nur noch diese Hausparty machen und ihr Zimmer umstylen. Und ich glaube, das war es dann für den heutigen Part schon. Weil, also ich kann ja nicht unendlich lange aufnehmen hier immer. Wieso ist ihre Energie jetzt so krass weit unten? Das kann ich eh nicht glauben. Lüge. Dann haben wir halt einfach mal nicht so viel erreicht. Aber hey, immerhin hatte unsere süße Maurus, die ja auch die nächste Generation ansteuert, ihren Geburtstag. Wann hat sie denn als nächstes Geburtstag ist die Frage. In einer Woche. Ich glaube, das ist sogar realistisch. Weil ich habe mich nämlich schon gefragt, weil irgendwie Carla hatte ja schon relativ lange noch bis zu ihrem natürlichen Tod. Also als sie in Senioren war, hatte sie noch relativ viele Tage übrig, fand ich. Also zumindest wirkte es so, als wären das die Tagesanzahl von der normalen Lebensdauer. Aber scheinbar hat das ja doch funktioniert, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Kinder nicht nur eine Woche Kinder sind, wenn ich auf normaler Lebensdauer spiele. I don't know, das müssen wir dann einfach mal schauen. Oh, die beiden quatschen miteinander. Ich bin jetzt schon verliebt in die zwei. Also ehrlich, ich finde die beiden einfach, wir haben eine schöne Beziehung, ich finde es toll. Ich bin bereit für die Party. Jetzt haben die beiden sich auch schick gemacht. Sky einfach mit ihrem Outfit. Sie ist einfach so eine, also dass sie eine Mutti ist, ne, kann man sich ja nicht vorstellen. Wenn sie so rumläuft. Ich hoffe, unsere Gäste kommen. Ja, das ist gut. Es wäre sonst nämlich sehr traurig. Marvin, wildes Outfit. But I love it. Wir können ja fürs Kommen danken. Trinken. Warte, wir setzen das mal kurz, weil das finde ich doof sonst. Ich glaube, wir müssen irgendwas besorgen, um Trinken herzustellen. Was ist denn mit diesem Globus? Globusbar. Jawohl. Weil die können wir hier am ehesten doch irgendwo hin tun. Obwohl das schon sehr knapp ist. Egal, wir stellen das jetzt dahin einfach. Es passt so gar nicht rein. Ich lasse den einfach im Braun, glaube ich. Den können wir zumindest trinken, servieren. Das wäre sehr witzig. Wichtig. Getränketablett füllen mit Kirschschlürf, bitte. Oh, sie möchte was essen. Okay, kann sie gerne tun. Müssen wir auf jeden Fall. Ich möchte ja die Hausparty auch hier erfolgreich abschließen, ne, Leute? Mixenfähigkeit, reicht. Sehr schön. So, dann können wir die Leute rufen, um Getränk zu nehmen. Jawollo. Oh mein Gott, Markus Flex hatte Geburtstag. Er ist einfach jetzt ein Senior. Und oh, es werden einfach alle sterben in nächster Zeit. No. Jess.
kocht hier schon wieder. Toll. So, können wir hier bitte mit den Leuten ein bisschen sprechen? Ich weiß nicht, ob sie jetzt Gastgeber zählt. Kann sie mal mit Lara sprechen? Sie kann ja um Rat bitten. Mein Geburtstag wurde angeblich vergessen. Aber das stimmt gar nicht. Aber ich bin trotzdem traurig darüber. Nee, ich glaube, bei ihr zählt das nicht. Das ist dann irgendwie ein bisschen doof. Doch, es zählt, glaube ich, doch. Ach, keine Ahnung. Oh mein Gott, sie hat irgendein Sentiment bekommen. Zeig mal. Freundlicher Rat. Oh, I love it. Sie kann sich ja mal so ein paar Leuten hier vorstellen. Also ich meine, die sind ja jetzt alle in dem Sinne für sie gekommen. Kann man sich auch schon mal freundlich vorstellen. Warum geht ihr alle hier hoch? Entschuldigung, das hier ist ja nicht mal viel Platz. Was wollt ihr von mir? Ist okay. Sie holt erstmal so ein Tablet raus. Läuft bei euch, Leute. Machen wir Jenna mal ein Kompliment. Wir sind natürlich sehr nett hier unterwegs, Leute. Wir müssen auch noch Witze erzählen. Komm, dann machen wir das mal eben. Lustig. Witz über Sunset Valley. Hier, du kannst ja Nalani noch Hallo sagen. Dann kannst du ja auch einen Witz erzählen. Sie hat immer noch nichts gegessen, obwohl sie die ganze Zeit schon essen wollte. Hier, ein Insider-Witz. Dann kann sie sich auf jeden Fall ein Stück Kuchen nehmen, weil sie hat auf jeden Fall Hunger. Oh, es ist sogar ein Ziel, Kuchen zu essen. Wie schön. Sims gleichzeitig kokett werden lassen. Excuse me, das ist hier nicht... Nein, das wollen wir hier nicht. Wir haben schon Gold. Schön. Können wir mal das hier einschalten vielleicht? Wir können ja... Wollen Kinderkanal. Gemischte Musik. Das klingt doch perfekt. Unser Girl isst einfach hier draußen ihren Kuchen. Maus. Markus Flex ist einfach der wildeste Sim, ne? Ohne Witz. Naja, wir müssen ja auch gar nicht mehr so großartig viel für die Party hier machen. Wie lange geht die Party? Noch 2 Stunden. Dann ist es einfach 1 Uhr nachts. Das ist halt die Frage, hat sie morgen Schule? Ich denke ja. Ich glaube, das zählt dann schon. Dann ist das so. Sie will einfach in das Zelt und schlafen. Oh mein Gott, Girl. Sie hätte noch gar kein Bett, stimmt? Oh no. I'm so sorry, Girl. Ich meine, die Party ist zwar für sie, aber ich finde schon, dass sie dann früher schlafen gehen darf. Ich meine, sie ist ein Kind. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir so eine Gruppe machen. Für Kinder. Hier Anforderungen, Alter, Kind. Dass wir so ein paar Leute kennenlernen, das ist auf jeden Fall gut. Wie nennen wir die Gruppe? Children's. Ich will Freunde. So. und das Bild ist so ein Regenbogen. Und es ist natürlich gut, dass die... Das könnte ja so eine Lerngruppe quasi sein, dass sie dann irgendwie Hausaufgaben machen. Hier Hausaufgaben machen. Und dann freundlich miteinander sein oder sowas. Mit Alter. So, dann gucken wir mal, wie viele Kinder haben wir. Wir haben tatsächlich ein paar Kinder. Das finde ich toll. Oh mein Gott, wir können die dann... Ich kann ein Video machen, wo ich die alle umstyle, die dann halt bei uns sind. Wir können auf jeden Fall hier so ein paar Leute hier so random einladen. Gladiola, Jericho, Evelyn, Venya und Bowie. Das könnten dann potenziell unsere Freunde sein. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine Gruppe, das ist schon mal gut. Und die Maus schicken wir... Ach ja, ich muss erst ihr Zimmer umstylen, bevor ich sie schlafen gehen lasse. Ach ja, ich habe hier irgendwie so einen Mod installiert mit Lichtern. Das ist ganz wild. Den kann ich hier nicht ganz... Dieses ganze Kleinkinderzeug kann ich dann alles verkaufen. Den Stuhl, dann können wir nämlich das hier vielleicht auch da hinstellen. Weil da passt das halt ein bisschen besser hin. Dann machen wir das vielleicht auch weiß. Dann das hier kann auf jeden Fall weg. Die Rutsche kann weg. Mal gucken, wie wir das dann... Also was wir hier vielleicht hinstellen können. Und jetzt braucht die Gute natürlich auf jeden Fall ein Bett. Ich finde ja dieses hier von traumhaftes Innendesign finde ich ganz toll. Also ich finde es halt richtig hübsch. Und ich würde ihr gerne halt irgendwie so eine Kommode oder sowas geben. Zumindest so eine kleine vielleicht. Die matcht aber farblich nicht. Mm-mm. So, und dann kann ich hier halt irgendwas hinstellen. I don't know. Ah, stresst mich schon wieder. Ich finde das hier gar nicht mal schlecht, aber ich glaube, dass das nicht funktioniert. bb.moveobjects on. So slightly da drüben haben, Leute. Bitte. Oh mein Gott, das passt farblich aber auch nicht. Ich hasse alles. Warum? Wir müssen doch hier irgendeinen Schrank dahinstellen können. Ohne Witz, Leute. Es matcht einfach nichts. Warum? Okay, ich habe jetzt auch ein anderes Bett gewählt, damit das hier irgendwie matcht, weil das triggert mich sonst komplett. Warte, dann mache ich das vielleicht doch hier rüber und dann mache ich da einen Spiegel rüber. Finde ich nämlich sehr realistisch tatsächlich. Und dann kommt da eine Flancy drauf. Toll. Ist jetzt kein perfektes Zimmer, aber ist auf jeden Fall ein geupdatetes Zimmer. Dann machen wir natürlich wieder alle Lichter auf automatisch. So, Bett zuweisen für Moon. Und dann kann sie Haier machen. Oh. Und sie ist besessen. Geile Party auf jeden Fall. Die Leute amüsieren sich und ich bin erstmal besessen. Oh, Jess auch. Jetzt hockt die da an meinem PC. Das, nee, kann ich von ihr aus bitte das hier einstellen?
Hier, Computersicherheitseinstellung, Computersperren für jeden außer Haushalt. Sie hat einfach 2 Level in Charisma bekommen. Was ist da los? Wir haben eine Belohnung bekommen, glaube ich. I wanna know. Eine Stereoanlage. Nee, wir haben eine. Ein Buch. Die Sonneneruptionssonate. Wieso klingt das so nach Vampir? Aber ich verkaufe das mal. Ich hasse es so sehr, dass sie besessen ist, ne? Ohne Witz. Die ist nicht mehr besessen. Sie kann die Zeit jetzt einmal nutzen, um vielleicht ein bisschen Sport zu machen. Hier herummarschieren. Aber wir möchten natürlich trotzdem, dass die Gute hier ein bisschen vorankommt in ihrer coolen, wie heißt das nochmal, Karriere. Bitte renn nach Hause. Ich habe keinen Bock, dass du stirbst. Danke. Kann sie dann einmal die dunkle Meditation durchführen, so? Ich würde dann aber auch sagen, dass ich dann hier den Part beende. Im nächsten Part geht dann die süße Moon zum allerersten Mal zur Schule. Mal gucken, wie das so gefallen wird. Und wir werden bestimmt auch mit der Lernklicke uns dann mal treffen und ein paar Kinder kennenlernen, so. Ja, und ich denke, das war es dann erstmal für heute. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann und tschüss!